Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Leo und heute möchte ich dir zeigen, wie du in Google Sheets mit bedingter Formatierung arbeitest. Viel Spaß! Was kann man sich nun unter bedingter Formatierung vorstellen? Naja, ein simples Beispiel wäre eine Tabelle, in der ihr mit vielen Zahlen arbeitet und beispielsweise dann in manchen Zellen positive Zahlen stehen und in manchen negative. Wenn die beiden Zahlen jetzt noch Geldbeträge wären, wäre es vielleicht optisch sehr schön, wenn die positiven Werte grün angezeigt werden und die negativen Werte rot. Ich denke, das ist ein ganz simples Beispiel, was auch jeder nachvollziehen kann. Wie macht man das also, dass diese Zahl dann grün angezeigt wird und die darunter rot? In Google Sheets kann man folgendermaßen bedingte Formatierung anwenden. Und zwar kommt ihr einmal in das Menü unter Format und dann unter bedingte Formatierung. Und wenn ihr da dann draufklickt, dann habt ihr rechts so ein kleines Zusatzmenü, das ihr verwenden könnt, indem ihr eure Regeln, so werden diese in Google Sheets genannt, aufbauen könnt, bearbeiten könnt, speichern könnt oder auch wiederverwerten könnt und so weiter. Und wie ist so eine Regel nun aufgebaut? Also es gibt immer einmal einen Bereich, also die Zellen, auf die man das anwendet. Man kann das sowohl jetzt hier in dem Fall auf die Zelle A3 anwenden. Man könnte das aber auch, wenn man dann hier auf diesen Datenbereich auswählen klickt, könnte man das auch genauso gut auf die gesamte Spalte A beziehen. Man könnte das auch auf die gesamte erste Zeile beziehen oder man zieht einfach mit der Maus über einen bestimmten Bereich und dieser wird dann ausgewählt. So, und wir möchten jetzt hier, dass beispielsweise einmal in Zeile A, möchten wir jetzt einfach, dass, dann bestätigen wir erstmal den Bereich und dann kommt es bestimmte Formatierungsregeln. Manche sind von Google Sheets schon vorgegeben, das heißt, man klappt hier einfach dieses Menü einmal aus und dann sieht man hier schon, ist leer, ist nicht leer. Das sind alles die Bedingungen, an die man dann die Formatierung knüpfen kann. Sprich, ist leer oder ist nicht leer. Das heißt also, wenn eine Zelle leer ist, wird die vielleicht rot angezeigt oder ähnlich. Oder wenn sie gefüllt ist, wird gar nichts gemacht, dann braucht man das auch gar nicht machen. Oder wenn der Text in der Zelle bestimmte Zeichen enthält, beispielsweise ein E oder so etwas, dann kann man damit auch arbeiten. Man findet dann auch hier verschiedene Datumsfunktionen. Einmal das Datum ist, also ein exaktes Datum. Oder auch, dass das Datum vor einem gewissen Datum liegt oder hinter einem gewissen Datum. Dann gibt es hier auch noch die Möglichkeit, verschiedene Operationen mit Zahlen zu machen, also größer als oder gleich, kleiner als oder gleich, oder wenn Zahlen gleich sind, das heißt, man gibt dann die Zahl vor. Wenn man hier jetzt draufklicken würde, ist gleich, dann könnte man jetzt hier die Zahl eingeben, mit der es eben gleich sein soll, wenn man dann so eine Regel braucht. Und wir möchten jetzt die Regel anwenden, ist größer als, sprich, wenn die Zahl größer als 0 ist, dann möchten wir bitte, dass die Sache hier in grüner Schriftfarbe definiert wird und mit einem weißen Hintergrund. Hier hat man dann die Formatierungsoption. Man kann einmal das Standardformat auswählen, fett, kursiv, unterstrichen, durchgestrichen und die Schriftfarbe oder wie die Füllfarbe der Zelle aussieht. Das sind die Optionen, die man hat zum Formatieren. Und wenn man das jetzt eingestellt hat, klickt man auf Fertig und dann sieht man hier auch die Regel, Wert ist größer als 0 und hier in diesem kleinen Kästchen wird die Formatierung angezeigt, also wie das dann aussieht. Hier in dem Fall dieses einfach nur grün. So, und jetzt möchten wir noch eine weitere Regel hinzufügen, das heißt, wir nehmen nochmal, also wir nehmen die Formatierungsfunktion kleiner als, ist die Funktion kleiner als 0, möchten wir bitte keine Füllfarbe, aber eine rote Zahl und dann gehen wir auf Fertig und haben dann hier unsere zwei Regeln
Und wir sehen dann auch, dass einmal die 1000 grün geworden ist und die minus 1000 rot. Das heißt, wir können ja jetzt auch beispielsweise die Zahl 1, 2, 3 eingeben, die wird dann grün, oder minus 4, 5, 6, die wird dann rot. Und das kann jetzt auf die gesamte Spalte A angewandt werden. Jetzt haben wir einmal, jetzt ist dieses Menü rechts mit den Formatierungen immer noch offen und man sieht aber keine Regeln. Das liegt daran, dass man immer nur die Regeln sieht, wo gerade die Zellen ausgewählt sind. Sprich, in der Zelle B5 gibt es keine Regeln, also steht hier auch keine. Aber in der Zelle A2 gibt es schon die zwei Regeln und wir könnten jetzt hier noch weitere Regeln hinzufügen, die dann aber erstmal nur für A2 gelten würden. Sprich, wir könnten hier auch die Regel, also wir könnten hier einfach die Zahl 2000 einmal reinschreiben. Die wird natürlich grün angezeigt, weil wir die Regel hier schon haben. Wir könnten aber jetzt hier nochmal für die Zelle A2 noch eine andere Regel einfügen. Und zwar, wenn die größer ist als 1500, dann möchten wir die Zahl bitte in blau angezeigt bekommen und gehen auf Fertig. Und jetzt sehen wir, die Zahl wird nicht blau. Warum wird die nicht blau? Das liegt daran, dass ihr hier auch eure Regeln priorisieren könnt. Sprich, welche Regel zuerst dasteht, wird auch zuerst angewandt. Also es steht jetzt ganz oben die Regel, wenn die Zahl größer ist als 0, beziehungsweise der Wert, dann wird es grün gemacht. Und ganz unten steht erst, wenn der Wert größer als 1500 ist, wird die blau gemacht. Ihr habt dann hier diese vier Punkte und dann öffnet sich hier, sage ich mal, dieses Kreuz mit den Pfeilen in jede Richtung. Und ihr könnt dann die Regel anwählen und hoch und runter ziehen. Und könnt die beispielsweise nach ganz oben ziehen, dann wäre diese Regel mit Priorität 1. Und jetzt ist die 2000 auch blau geworden. Würden wir jetzt das Grün wieder nach oben ziehen, wird sie grün. Das heißt, ihr könnt eure Regeln auch priorisieren, falls manche Werte unter mehr Bedingungen fallen. Wenn ihr dann die Regeln wieder löschen wollt, dann müsst ihr einfach nur eure Regeln alle hier drüben aufrufen, also in den entsprechenden Zellen oder Bereichen, in denen es die Regeln gibt. Und dann gibt es hier diesen Löschen-Button und ihr drückt einfach auf Entfernen und schon werden die Regeln entfernt. Weiterhin habt ihr auch die Möglichkeit, benutzerdefinierte Regeln einzuführen, sprich, die jetzt nicht von diesen schon voreingestellten Regeln abgedeckt werden. Und da gibt es einmal auch die Möglichkeit, da möchte ich euch jetzt auch einmal ein Beispiel zeigen, und zwar, stellt euch einfach vor, ihr habt eine Tabelle und dort sind ganz viele Antwortsätze von einem Fragebogen eingetragen und die Fragen werden immer mit Ja oder mit Nein beantwortet und ihr interessiert euch jetzt aber nur für die Ja-Fragen, also die, die mit Ja beantwortet wurden. Dann könnt ihr einmal, wie in diesem Beispiel, die Zeile auswählen und geht einfach auf weitere Regel einführen. So, dann habt ihr jetzt schon einmal eure Zeile ausgewählt, in der die Regel angewandt werden soll. Und jetzt könnt ihr hier ganz unten auf benutzerdefinierte Formel ist gehen und dann schreibt ihr ein ist gleich und jetzt müsst ihr eure Formel eingeben. Sprich, wir sind in Zeile A und wir möchten die ganze Zeit auch in Zeile 1 bleiben, möchten aber die Spalte wechseln. Deswegen drücken wir dann einen Dollar, damit die Zeile fest ist. Und diese haben wir jetzt ausgewählt und dann drücken wir noch ein ist gleich und dann die doppelten Anführungszeichen oben zweimal und da drin schreiben wir den Text ja. Und dann möchten wir beispielsweise, dass das blau unterlegt wird. Und dann gehen wir auf fertig und unsere Regel ist erstellt und wir sehen auch hier, die Ja's sind blau markiert. Das heißt, wir hätten jetzt in einer riesigen Tabelle, man muss sich das mal vorstellen, das sind 1000 Zeilen und 50 Spalten und ihr müsst da die ganzen Ja's raussuchen, da werdet ihr verrückt, wenn ihr dann so eine Regel anwendet, dann habt ihr erstmal weniger Stress und seht auch direkt, wo sind die wichtigen Punkte, auf die ihr euch konzentrieren müsst. Ein kleiner Tipp noch an der Stelle, wenn wir jetzt hier in die Zelle D beispielsweise, also in die Zelle D1 beispielsweise Ja reinschreiben und dann noch ein Leerzeichen aus Versehen tippen und danach Enter, wird es nicht erkannt. Also ihr müsst wirklich darauf achten, dass dann auch immer nur das Ja ohne Leerzeichen am Ende drin steht.
Wenn ich jetzt das Ja tippe und ohne das Leerzeichen, dann wird das erkannt, aber mit dem Leerzeichen nicht. Ich habe auch nochmal ein anderes Beispiel rausgesucht, was ein bisschen einfacher ist, also zum Einstellen und was auch, denke ich mal, relativ logisch ist und leicht zu verstehen. Ihr habt einmal eine Namensliste, also eine Spalte mit Namen und eine Spalte mit Noten. Und ich denke mal, es ist allgemein bekannt, dass wenn man schlechter als 4,0 ist, dass man dann meistens eine Prüfung oder Klausuren oder sonst was nicht bestanden hat. Und dann kann man einfach diesen Bereich der Noten auswählen und dann auch eine bedingte Formatierung machen. Dafür gehen wir dann nochmal auf Format, bedingte Formatierung und jetzt erstellen wir unsere Regel. Das heißt, unser Bereich, den haben wir schon vorher ausgewählt und jetzt möchten wir sagen, dass wenn der Wert größer ist als 4,0, dann müssen wir es rot anzeigen. Dann sehen wir, wer durchgefallen ist. Das heißt, wir gehen auf die voreingestellte Funktion größer als und lassen den Hintergrund weiß, aber möchten die Farbe in rot schreiben. Und wir fügen noch den Wert natürlich hinzu, größer als 4,0. Und dann gehen wir auf Fertig und wir haben unsere Regel erstellt. Und wir sehen auch, die Tabelle wurde angepasst. Und bei den beiden, die schlechter sind als 4,0, wird die Zahl rot eingefärbt. Und man sieht diese direkt. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und du konntest einiges lernen. Hast du noch Fragen, schreib sie in die Kommentare. Like das Video und abonniere meinen Kanal. Hab noch einen schönen Tag. Ciao!